So, ich habe ja schon ein Video gemacht für die Einbindung in Richtung Affinity Photo. Und ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder gehört, dass ihr Probleme haben sollt mit der Einbindung von Photoshop und Lightroom in Neo. Da gibt es einen kleinen Trick oder beziehungsweise eine kleine Problemseite. Und die will ich euch kurz mal erklären. Punkt 1. Ihr müsst, bevor ihr die Plugins sozusagen installiert, Photoshop und Lightroom entsprechend ausgeschaltet haben. Dürfen nicht laufen. Wenn ihr das nicht macht, sondern im Hintergrund läuft das noch, dann habt ihr genau das Problem, was geschildert wurde. Die Einbindung selbst ist wirklich trivial. Ihr geht hier oben auf das Thema Datei, Plugins installieren, dann kriegt ihr hier die Auswahl. Ihr seht, ich habe die beiden schon installiert. Und das war's schon. Also hier draufklicken und dann entsprechend installieren. So sollte es sein. Wenn ihr dann rüber geht in Lightroom und ihr geht dann auf ein entsprechendes Bild und sagt im Prinzip bearbeiten in, dann müsstet ihr eigentlich Luminar Neo hier in der Liste entsprechend sehen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann habt ihr genau das Problem, dass ihr das installiert habt, als Lightroom noch lief. So, also, wenn ihr das nochmal entsprechend das Problem habt, deinstallieren, nochmal neu installieren mit ausgeschaltetem Photoshop und Lightroom. Und dann müsste das Ganze auch entsprechend erscheinen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, müsst ihr im Prinzip den Computer nach der Installation der Plugins einfach nochmal neu starten. Das ist normalerweise nicht notwendig, aber ich sag mal auch nicht schädlich. Ne, wenn ihr auf Photoshop geht, habt ihr das Gleiche. Dann müsstet ihr oben im Filter, nicht in Plugins, das ist immer irritierend, weil da sind ja nur die Plugins, die, ich sag mal, von Adobe kommen. In Filter müsstet ihr dann den Punkt Skylum Software sehen und dann müsstet ihr auch hier unten den Punkt Luminar Neo sehen können. So, also eigentlich eine ganz triviale Geschichte und wenn ihr es richtig gemacht habt, dürft ihr auch keine Probleme haben. Und ich hoffe, das hat euch was gebracht. So, ich hoffe, das hat euch etwas gebracht. Und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Na? Also, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.